Was Leute, hier ist wieder Draglance mit Let's Play Tales of Graces F. Ich weiß nicht, was im letzten Part war. Ich glaube, wir wollten noch Land, weil wir jedoch die Nachricht erhalten haben, dass Espers Vater gestorben ist. Leider war. Aber er will sich doch jetzt mal umgucken, wie es in Land aussieht, wie die Bürger damit umgehen. Und vor allen Dingen ist der Vater ja in einer Kriegshandlung gestorben. Ich ignoriere gerade einfach mal Viecher. Warte, warum? Ich sollte sie eigentlich mitnehmen, weil ich habe schon seit über einem Monat nicht mehr aufgenommen. Was ich die letzten Tage hochgeladen habe, wenn es die letzten Tage jetzt war, war alles nur Vorrat. Weil ich habe das Projekt, die 12 Folgen habe ich aufgenommen, noch mindestens einen Monat, bevor das Projekt startete. So. Haben wir das also geschafft? Okay. Ist ja auch nicht schwer, den nehmen wir auch noch mit. Nee, okay. Wir haben X-Angriffe, mit X stecken wir das Schwert ein. Okay. Okay. Nicht die, zu vergessen, die Richtung beachten. Okay. Okay. Fjord Serie und 20% Galt haben wir erhalten. Also als Bonus oder so. Ich blick manchmal nicht ganz durch, weil ich so verpeilt bin. Nee, was habe ich gesagt? Ja. Habe ich einen Monat vor dem Let's Play-Start dieses Projekts, also bevor ich angefangen habe, es hochzuladen, habe ich das aufgenommen. Damals lief Assassin's Creed Revelations sogar noch. Und Gothic 2 natürlich auch. Gummisamen erhalten. Und dieses Projekt hier ist ja, sagen wir mal, man könnte es als den Nachfolger von Gothic eigentlich sehen. Das habe ich, so habe ich es ja betitelt. Obwohl Gothic, also von Gothic 2, obwohl Gothic jetzt auch läuft, ist es dennoch nicht der Nachfolger von Gothic 2, denn Gothic habe ich nur untergeschoben. Oh ja, nichts hält seiner Klinge stand. Aspel hat den Schockwellenhieb verbessert. So, naja, gucken wir uns im Land um, ob, wie das Königreich dran ist. Wie ich schon erwähnte, ist der Vater ja in einer Kriegshandlung gestorben, also in einer Schlacht. Das bedeutet, Land wird angegriffen. Und wie es um das Volk steht, das will Aspel gucken. Als Ritter in Ausbildung ist das seine Verpflichtung und natürlich auch als Einheimischer oder ehemaliger Einheimischer von Land, wo seine Familie doch da ist. So, Sieg binnen 20 Sekunden gleich KP plus 10% und wir erhalten Fell und Regenerationsscherbe, davon eine. Außerdem hat Sherry ja Ausweichen plus 3 erlernt. Und Schwachpunkte ausnutzen, das lesen wir aber mal. Ruh dich nicht auf, auf einem Attribut aus, für das dein Gegner anfällig ist. Viele Gegner haben mehrere Schwachpunkte und je öfter du sie triffst, desto mehr kannst du sie schädigen. Wenn du jeden Schwachpunkt eines Gegners ausnutzt, wird seine SK vollständig wiederhergestellt. Deine, nicht seine. Du solltest, du stellst sogar das Elef Mixer wieder her. Warum? Ist geheim. Aha. Verarbeitet er etwa die Schwachstellen der Tiere zu? Schneidet er sich da so Fleisch aus den Tieren raus und verarbeitet die dann zu Mixzeug oder wie? In jedem Fall gehen wir jetzt nach Land. Was wir hier direkt vor uns sehen, das sind die Tore von Land. Muss ich mir selbst erstmal wieder vor Augen führen, weil für euch ist nicht so lange her. Muss ich aufstoßen, wie für mich. So. Soldaten, in a hurry. Sieht nicht so sonderlich gut aus. Die Musik auch nicht. Bailey! Sharia, komm quickly. Frederick has been captured by the Fendalian Army. Grandpa, no! Those Kurs have launched a full-scale invasion of Lant. Please forgive me. I was with Frederick at the time, but was unable to protect him. When we are finished, I am prepared to accept full punishment for this failure. But... Right. Where did you last see him? Near the main skirmish between the border fortress and Lant Hill. All right. I'll leave at once. I'm coming too. You too, Lord Asbel? We can't let those Fendalian brutes take Frederick. Come on, Sharia! Dann haben wir unsere Mission also. Ihr Großvater wurde gekidnappt. Na. Ich glaube, das war Land Bühl. Das war doch diese Blumenwiese, wo wir damals Sophie kennengelernt haben. Genau, ich erinnere mich. Das müsste also hier lang sein. So. Land Nordstraße. Ja, wenn ich da hinreisen kann, ist es richtig. Dieses Spiel ist doch, jedenfalls zum jetzigen Zeitpunkt, doch noch sehr linear gehalten. Um die Story voranzutreiben. Sag ich nichts gegen. Dieses Spiel soll auch sehr lang sein. Kann gerne mal 100 Parts dauern.
meine, wir befinden uns jetzt schon im 13. und haben trotzdem noch überall Tutorials, wo es nur geht. Obwohl, ich glaube, die gibt es im Spiel immer. Weil, ich weiß zufällig, ich habe ja eine Datei, da habe ich Kapitel 2 gerade beendet. Noch bevor ich das Let's Play gestartet habe, da habe ich hier erst für mich beschlossen, dass ich starten werde. Zerschmetterter Knochen und Giftnadel erhalten. Und da weiß ich, dass selbst da noch Tutorials vorkommen. Also angezeigt werden. Hübsches Band. Ein Band für junge Mädchen, das unter Damen von Windor wohl bekannt ist. So. Da haben wir noch ein Pflegeklugvieh. Ein Insekten. Erinnert mich ein bisschen an Pokémon. Ein bisschen haben sie was von Pokémon. Muss man sagen. Ein Ursaring oder ein. Keine Ahnung. Was ist das? Ein Scherenintekt. Und ich nehme hier Schaden wie sonst was. Aber das macht gar nichts. Denn Sharia, wie ich weiß, ist eine Heilerin. Die hat das drauf. Oh. Ah. Alter. Okay. Ich muss meine Seelen aufladen. Okay. So. Heilt sie mich? Nee, nee. Sie strikt den Gegner. Drei Art Serie gleich FP plus 10%, was immer FP nochmal waren. Ja, meinen zerschmetterten Knochen, eine schattige Klaue und eine Ausweichscherbe erhalten. Und Sharia hat jetzt den Seraphim-Blitz-Adeptentitel erlernt. Die Titel, weiß ich ja noch, sorgen dafür, dass man unterschiedliche Fähigkeiten, wo war denn das jetzt? Irgendwo war hier ein... Da. Unterschiedliche Fähigkeiten erlernen kann und dementsprechend sollte man sie gerne ausrüsten, wenn man einen Titel voll hat. Das müssen wir gerade mal gucken. Und Titel natürlich. Für Cheria, sie hat auf ihren Titel... Der wechselt aber, glaube ich, automatisch. Die Titelgrundlagen habe ich gerade im Prinzip erklärt. Dann nehmen wir das Select-Gespräch mit. This road hasn't changed at all in the past 7 years. That's not true. There are lots of differences if you just take a moment to look. Maybe time just hasn't moved on for you. Maybe you're right. Maybe I am just living in the past. How so? I have so many regrets about who I was 7 years ago. I've devoted my life trying to reclaim what was lost. And... Stop it. Just stop. She's dead and there's no going back. Die Sophie. Landbühl. Da gehen wir natürlich hin. Hui. Die Musik. Ich glaube, ich sollte hier nicht hin. Dann muss ich sie wohl zurücklegen. Denke ich mal. Wenn meine LF-Einheiten voll sind. Für den Mixer. Nee, die Musik hier ist zu ruhig. Hier muss ich doch gar nicht hin. Definitiv nicht. Aber die Musik hier ist auch normal. Dennoch, ich glaube, die Viecher weisen mir den Weg. Bin mir nicht sicher. Hier gibt es hier überall, das ist ein Rollenspiel. So. Erinnert mich so ein bisschen an ein Projekt, wo ich Co-Kommentator war. Bei meiner Kollegin Rico X5, mit der ich zusammen ja auch Love by Sleep und Portal 2 mache. Alter, heile mich. Danke. Pixie Circle. Den habe ich gern. Okay. Ups. Und so. Nicht zu vergessen, X-Serien wird auch gerne gesehen. Schwachpunkte. Dafür muss ich die Gegner analysieren. Machen wir jetzt gerade mal nicht. Das können wir immer noch bei einigen Gegnern. Gummisamen und Zielscherbe mal 2 erhalten. Außerdem hat Aspel C-Angriff plus 3 erlernt. Und manche Waffen und Edelsteine haben Effekte, die deinen Angriff Attribute hinzufügen. Nutze das Dualisierungssystem aus, um dafür zu sorgen, dass deine Gruppe für die Situation die richtigen Attribute hat. Was für Situationen gibt es denn? Würde ich dann an der Stelle gerne wissen. Ah, so. Okay, Reisbällchen gekocht. Das ist der LF-Mixer. Immer am Arbeiten, wenn wir es kaum bemerken oder für möglich halten. Immer zuverlässig am Items backen. Wie macht er das eigentlich nochmal? Was mixt er denn eigentlich? Woraus mixt der da was? Achso, kann ich wechseln. Was ist denn das?
Was ist das für ein Modus? Kenn ich den? Kein gegnerischer Treffer gleich Erfahrung plus 10% und schattige Klaue und zwei Ausweichsterben erhalten. Außerdem hat Cheria Schlangenzahn erlernt. Ach, Arztaufladen. Naja, kann wir auch gerne mal durchlesen. Einige E-Arts, also, wie war das nochmal? Energy Arts oder so? Erfordern eine Ladezeit. Halte beim Wirkenkreis und wechsle das Ziel der, des Arts mit Steuerkreuz, also hier, nee, Analogstick dann. Halte es nach dem Wirken weiter, halte nach dem Wirken weiterkreis, um eine blaue Ladung zu aktivieren, mit der du den Zeitpunkt der Arztfreisetzung wählen kannst. Mit einer bestimmten Fertigkeit kannst du eine rote Ladung aktivieren, die mit den Arts weitere Attribute hinzufügen, fügt. Ich drücke immer nur wie ein wilder Kreis. Vielleicht ist das ein Fehler. Okay, war sehr lustig, das durchzulesen, glaube ich. Wir halten 1000 Galt. Warum Galt? Wem galt dieser Spruch eigentlich? Diese Wortspiele. Okay, war offenbar richtig. Lord Asbel, look. Der sieht eher aus, als wäre der Böse hinter der Sache. We're coming, Frederick. Okay. Dann sind wir so. Eisbärchen gekocht. Okay. Aber wenn ich Kreis jetzt gedrückt halte. Aha. Aber ich weiß nicht, was der Unterschied dazu zum Drücken war. Vielleicht, dass die Attacken flüssiger hintereinander kamen. Okay, jetzt bin ich geschockt. Das war eine Frau. Ich hab mich schon eben über das Quieken gewundert. So, machen wir aber auch was. Das ist das, was sie macht, da diese blaue Leiste, die sich füllt. Das, was ich damit mache, diesen Kreis halten. Das geht bestimmt auch für X. Okay. Gute Kombo, muss ich sagen. Aber das macht er immer mit X. Scheiben und Qualitäten lesen wir jetzt nicht durch. Irgendwann bin ich des Lesens auch mal müde und die Tutorials ploppen wirklich immer auf. Immer ein anderes. Frederick, are you all right? Lord Asbel, I never dreamed to meet you here. I don't deserve your presence after what has happened. I know about my father, Frederick. You don't need to apologize. Lord Asbel. Look, more Fendelian weapons! When did Fendel get their hands on those? I don't know, but they're laying waste to our forces. Fendel's not messing around. The town's going to be in serious trouble if they get through. We have to stop them here. We've attempted numerous frontal assaults, but we simply lack the men to combat them. Then we'll have to get clever with the terrain. Maybe we could drop them off a cliff. A cliff? The meadow on Lawn Hill isn't far from here. I'll distract the enemy. You go ahead and lead our people to safety. What are you going to do? You'll see. Wie die Dinger rumtanzen. Hear me, people of Fendel. I am Asbel Launt, son of Lord Aston and Knight of the Windor Kingdom. If there are any warriors among you, let them step forward and face my blade! That got their attention. Now I just have to lead them to the meadow. Cheria, go with the others. I can handle this myself. I'll be fine. They're coming! Cheria, go! Run for the meadow! Ich glaube aber,
Begib dich zur Wiese, ehe die Waffen Fendels dich kriegen. Kann ich den Hinweis wegdrücken? Offenbar. Ich mache erstmal Pause. Wir beenden diesen Part. Bis zum nächsten Mal. Ciao.